dieser Sache sind sich sowohl die Bahn als auch Bund und Land einig. Der Ausbau der Strecke Berlin-Dresden, der macht die Zugfahrt schneller und moderner. Ja, und wenn alles rollt, gibt es auch keine Probleme. Doch sobald die Züge halten in den Bahnhöfen, dann ist es vorbei mit der Einigkeit. Dann stolpern die Fahrgäste nämlich über einen Streitpunkt, der genau 21 cm hoch ist. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ein Warnhinweis, an den sich Fahrgäste auf der Strecke Berlin-Dresden in Zukunft gewöhnen müssen. Tür auf und Vorsichtsstufe wird es dann nämlich immer öfter heißen. Schneller soll die Zugverbindung durch den aktuellen Netzausbau werden und moderner. Da sind sich Bahn, Bund und das Land Brandenburg einig. Nur nicht darüber, wie hoch die Bahnsteige werden sollen. Für uns ist es so, dass wir ja eine Bahnsteighöhenkonzeption haben, die mit der Bahn abgesprochen worden ist. Und dort ist festgelegt, dass wir auf 55 Zentimeter die Bahnsteige gleichmäßig erhöhen wollen im Land. Das würde laut Landesregierung einen ebenerdigen Ein- und Ausstieg im Nahverkehr ermöglichen. Doch Bund und Bahn stellen sich quer und verweisen auf die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, die besagt, alle neuen Bahnsteige sollen, wie im Fernverkehr üblich, 76 cm hoch sein. Langfristig soll so ein bundesweiter Standard erreicht werden. Auf der Strecke Berlin-Dresden führte das nun zu einem faulen Kompromiss. 8 von insgesamt 18 Bahnsteigen bleiben unverändert, 10 werden erhöht. Der Bahnkundenverband hat dafür kein Verständnis. Wir haben ja nun mal auch viele mobilitätseingeschränkte Bürger, also Rollstuhlfahrer, Leute mit Rollatoren. Und für die wird der Höhenunterschied zum echten Hindernis. Der einfache Ein- und Ausstieg ist den Fahrgästen wichtig. Weil jeder mal in die Situation kommen kann, einfach das auch zu brauchen, sei es mit seinen Eltern, sei es alleine, sei es mit Kind. Also Barrierefreiheit ist ein ganz großes Thema. Also manchmal geht's, ohne Kinderwagen natürlich, aber mit Kinderwagen, es gibt manche Bahnhöfe, wo das alles gar nicht geht. Was sollen denn die Rollifahrer machen, die nicht aufstehen können? Na, also von daher sollte das schon auf jeden Fall. Wie sollen die Menschen sich sonst fortbewegen, ne? Eine Frage, um die sich nun die Landesregierung Gedanken machen muss. Im Ergebnis wird es darauf hinauslaufen, dass die Züge Rampen haben müssen, um auf diese unterschiedlichen Höhen reagieren zu können. Was nicht passt, wird passend gemacht. Auch eine Lösung, aber keine nachhaltige. Bis 2022 soll der öffentliche Nahverkehr komplett barrierefrei sein. Ein Ziel, das so in weite Ferne rückt.